Ja, hallo. In 50 Sekunden ist es 19 Uhr und da machen wir die üblichen Tests. Wir gucken mal, dass der Ton richtig ist, dass ihr mich richtig seht. Der Florian muss sich zuschalten. Da kommt sicherlich auch gleich nochmal die Geschichte. Und schauen wir mal. Sagt mir einfach mal kurz und winkt. Hallo, ich wink schon mal zurück, ob der Ton soweit okay ist, der Klassiker. Und wie gesagt, der Florian schaltet sich sicherlich gleich zu. Anfrage ansehen, live gehen. Mal mit rein. Schauen wir mal. Wir teilen deinem Abonnenten mit, dass du ein Live-Video gestartet hast. Und schon sehe ich dich. Hallo, mein Lieber. Ich hoffe, es geht dir Hi. gut. Ja, es geht gut. Danke. Sehr schön. Wir haben ja heute schon mal ganz kurz theoretisch die Technik durchgegangen und bin verblüfft. Das funktioniert ja alles perfekt. Ne? Es ist für mich das erste Mal. Und für dich aber, glaube ich, noch nicht. Du hast es, glaube ich, schon häufiger gemacht, ja? Ich habe schon häufiger gemacht, ja, Genau. genau. Deswegen konntest du mir das Das prima ist erklären. Ja, dann erstmal genau. vielen Dank. Ganz kurz zu mir, damit die Leute wissen, wer ich bin. Das ist nur ganz kurz und dann werden wir dich einführen. Mein Name ist Martin Wagner, leite den Bereich Trends und Training hier bei der United Imaging Group, bin auch im Vorstand der DGPH, der Deutschen Gesellschaft für Fotografie. Von daher Fotofreak durch und durch und freue mich ganz besonders, dass wir heute begrüßen dürfen den Florian Zenk. Florian ist ein Architekturfotograf, das darf man, glaube ich, so sagen. Ja, das ist, glaube ich, dein Schwerpunkt. Und stell dich mal kurz selber vor, wie du dich, weil du hast ja eben schon so ein bisschen gezuckt, ne? Wie du dich siehst als Fotograf, warum du eigentlich Fotograf bist, wie du da so reingerutscht bist. Hast du nichts Gescheites gelernt oder was? Musst du das Genau. machen? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Also ich freue mich total, dass ich dabei sein kann. Freue mich auch, dass wir uns jetzt mal sehen und nachdem wir uns ein paar Mal gehört haben, Sorry, mein Martin. Hund will hoch. Der Kümmer dich um den Hund, will der schmusen, geht genau. vor. Jetzt ist ja dein Part. Ja. Hallo, wer hast du denn? Das ist der Lucky, ja. Lucky, guck, da ist Ah, er. guck Ja, mal, hallo so. Lucky. Ja. Sehr schön. Ja, genau. Also vielen Dank für die Einladung. Ich bin freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja, ich bin wie die zur Fotografie wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich habe einfach irgendwann mal angefangen zu fotografieren, hobbymäßig, hatte erst kleine Kameras. Mit dem iPhone, nicht mit dem iPhone, iPhone gab es damals noch gar nicht. Ich hatte noch irgendwelche Sony Ericsson-Telefone und Okay. habe dann damit telefoniert. Also ich bin auch ein bisschen aufgeregt heute. Und die Sonne Ja. strahlt mich an. Ich versuche hier gerade noch einen guten Platz zu finden. Mit dem Telefon, also damals schon fotografiert und habe dann das Ganze irgendwann auf eine Kamera umgestellt, auf eine kleine, kompakte und dann irgendwann auf die Spiegelreflex. Und hatte dann die Spiegelreflex auf meinem zweiten oder zweiten Urlaub auf Sylt dabei und kam dann irgendwie. Ja, mit der Kamera dann mit Fotos zurück und alle waren ganz begeistert und ich fand es auch ganz schön. Und es waren so klassische Naturfotos halt, so vom Strand und von der Heide und so weiter und so weiter. Ja, und dann irgendwann hat es mich dann gepackt und ich habe den Nebenberuf des Hochzeits-DJs irgendwie auch schon ausgeübt, schon einige Ah, Jahre. okay. Ist auch immer schön, dass die Tür knarzt im Hintergrund, wenn man hier so ein Interview macht. Ich dachte, du Du hast. vertonst gerade irgendwie einen Horrorstreifen Ja, ich oder habe auch so, gedacht, so ein ja? bisschen Drei-Fragezeichen-Style, ja, genau. Ist immer fantastisch, ja. Ich mag halt am liebsten Tageslicht und die Sonne kommt jetzt hier gerade rein, aber nicht so perfekt, wie ich es eigentlich gehofft hatte, aber egal. Naja, und dann, ja, dann habe ich dann irgendwie bei einem DJ-Gig meine Kamera dabei gehabt und habe dann angefangen, die Hochzeit mit Absprache der Hochzeitsfotografin auch mit zu fotografieren. Und dann habe ich in diesem Jahr 4 Hochzeiten fotografiert als Gast oder als gebuchter DJ. Und ja, daraus hat sich dann ergeben, dass ich dann angefangen habe, Hochzeiten zu fotografieren. Und dazu kam ich dann zur Fotografie und da war Architektur noch wirklich fern, unter ferner liefen. Also das war noch gar nicht in irgendeiner Form aktiv und interessant. Und dann irgendwann, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, habe dann eine Beziehung nach Zürich angefangen und bin dann dort in die Santiago Calatrava Rechtswissenschaftliche Bibliothek geraten. Und von der wusste ich vorher noch gar nichts. Und das ist auch eines meiner Lieblingsmotive, das ich irgendwie bis heute fotografiert oder fotografiert habe. Und auch dieser Architekt, der ist sehr spannend, aber da können wir ja später nochmal mehr drauf eingehen. Und dann habe ich diese Bibliothek gesehen und habe dann da angefangen, Fotos zu machen. Und ich hatte auch schon zuvor irgendein Treppenhaus in einer Agentur, wo ich mal früher gearbeitet hatte, fotografiert. Ja, und das war, wie soll ich sagen,
dann irgendwie so eine, also ich weiß nicht, da hat es dann irgendwie angefangen. Dann haben mich angefangen, diese Formen zu interessieren und die Fassaden und halt auch diese Treppenhäuser, die ich dann irgendwie auch auf Instagram entdeckt hatte, dass Treppenhäuser so ultra grafisch sind und so total spannend. Und ja, das war dann irgendwann so der Startschuss. Und dann habe ich angefangen, auf Instagram regelmäßig Architekturfotos hochzuladen. Genau, mach so mal ich. So im Hintergrund, zeige ich schon mal so ein bisschen, damit die Zuhörer da hier die Dienstleistung kriegen. Sie müssen nicht in den Stream, das sollen sie natürlich später und nicht abonnieren. Aber hier sehen wir natürlich ganz das Thema mit den Treppenhäusern, viel grafische Dinge auch in der Architektur. Du stehst auf Farmen, Formen. Was ist da so das, was dich da am meisten lockt? Es ist wirklich halt dieses Spiel von Kontrast und Linien und Strukturen, ja, oder halt auch von Fluchten, wie man jetzt hier rechts beispielsweise sehen kann, also wenn du noch ein bisschen höher gehst auf der rechten Seite, rechts, das da zum Beispiel. Da waren wir eingeladen in die Schirn Kunsthalle in Frankfurt, die halt dieses wunderbare Dach halt da bietet und dann dazu halt die Kunst. Und dann habe ich halt hier wirklich alles aus allen Welten. Ich habe Linien, ich habe starke, kontrastreiche Farben, weil diese Ausstellung halt so unglaublich spannend war, was Farbwelten anbelangt hat und auch halt diese kontrastreichen Farben und dazu noch diese ja, offene Decke mit dieser Struktur und der Flucht. Also mehr geht eigentlich nicht. Ja. Und da kann ich mich dann komplett philustrieren und austoben und ja, da wirklich halt aus dem Vollen schöpfen. Und das hat sich dann aber auch über die Zeit dann halt immer mehr entwickelt. So, man bekommt ja dann irgendwann einfach, wie soll ich sagen, ein Blick halt. Jetzt ist kurz dein Ton weg gewesen. Ja. Das schärft sich dann natürlich über die Zeit und dann entdeckt man irgendwie, dass man auf Instagram auf einmal neue Leute kennenlernen kann darüber auch. Also Leute, die das gleiche Thema lieben und verfolgen und fängt sich an, darüber auszutauschen. Und dann fängt man auch mal an, oder habe ich angefangen, auf sogenannte Insta-Walks zu gehen, wo sich dann halt auch gleichgesinnte Fotografen treffen, die dann halt die Stadt, in der sie sind, halt fotografieren. Ich fange an zu schwitzen, das ist so aufregend für mich hier. Und dann lernt man da andere Fotografen kennen und dadurch holt man sich dann irgendwie über die auch Inspiration, was die so fotografieren und schaut sich dann deren Feed an und freundet sich dann auch an und dann geht's dann halt auch mal aus Frankfurt raus in eine andere Städte. Und dann, das hat sich dann irgendwie so verselbstständigt. Und es hat sich dann so verselbstständigt, dass ich da wirklich auch jeden Tag viele Stunden verbracht habe, ganz ehrlich. Also das muss ich dazu sagen, es war auch ein gewisser Preis, den ich dafür bezahlt habe. Aber es hat sich mehr oder weniger gelohnt. Und wie du siehst, ich versuche dann halt auch immer auf so eine Seite noch mehr unterschiedliche Farben zu bringen. Ich liebe halt Farben sehr, sehr. Auch wenn ich heute ein weißes T-Shirt trage. Also das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja? Genau. Da fällt mir aber auch eines auf, gerade jetzt hier, wenn ich Düsseldorf sehe. Wie arbeitet man als Architekturfotograf, der von Linien lebt, von Bildaufteilung, von Bildschnitt? Wie lebt man damit oder hasst man das mit dem Thema Beschnitt bei Instagram? Weil wir haben ja hier das Quadratische und ich hoffe mal, dass das, jawohl, es ist zumindest mit auf Bild die Spitze. In der Vorschau hat man es nicht. Wie lebst du damit? Also ich habe mich lange damit auseinandersetzen müssen, weil ich habe immer wieder das Problem, dass sowohl wenn ich mit dem iPhone fotografiere, mit dem ich gleichermaßen fotografiere wie mit der Kamera oder teilweise auch noch ein bisschen mehr, dass ich natürlich erst einmal ein anderes Seitenverhältnis habe, wenn ich mit dieser Kamera fotografiere. Und wenn ich, also mit der iPhone-Kamera, da habe ich ein Verhältnis von 3:4, wenn man das jetzt im Hochformat sieht. Und Instagram arbeitet halt mit 5:4. Das ist halt kürzer, das ist das eine. Und wenn ich es mit der Kamera mache, also mit meiner Sony Alpha, dann habe ich ein 3:2 Format oder 2:3, je nachdem ob Hoch- oder Querformat. Und da wird mir dann richtig viel weggeschnitten. Und das ist wirklich eine Herausforderung, mit der ich bis heute noch zu kämpfen habe, besonders wenn ich die Kamera halt einsetze. Das ist wirklich ganz hart, weil es dir bei ganz tollen, krassen Schüssen, da könnten wir auch gleich nochmal runterscrollen zu einem, es nimmt dir einfach komplett ganz viel weg. Und du siehst ja auch hier, dass ich wirklich also ganz hier, knapp bin. Das tut mir total weh, weil der eigentliche Hingucker ja unten das rote Fahrrad mit der roten Dame ist es vermutlich, ist. Echt? Das ist eines meiner Lieblingsfotos, tut mir überhaupt nicht weh. Wie kommst du jetzt da? Also, das ist von daher,
Echt cool. Und in der Vorschau, halt, jetzt muss ich wieder Ach, zurück. das tut dir weh. Okay, jetzt. Ja, genau. Also das Bild selbst geil, ne? Also deswegen, ne? Das hier ist ja gerade der Hingucker und hier halt, dass das alles noch drauf ist und du hast hier so ein bisschen Reflexion drin. Und in der Vorschau ist die Spitze weg und der echte Hingucker ist eigentlich weg. Das heißt, das zeigt mir auch, du fotografierst eigentlich gar nicht so für Instagram, ne? Sondern schon für das geile Bild. Wenn Auf es jeden Fall. zufällig vom Schnitt her bei Instagram passt, wie hier, da ist es ja, ich sag mal, stressfrei. Ne? Da ist hier die Person, da ist das grafische Element, die Farbe. Also da ist das dann schon easy. Aber ich sollte Oder nach bei dem unten grünen scrollen, Gebäude, sagst wenn du du? das grüne Gebäude mal aufmachst, da funktioniert das ja auch leichter, weil da gibt es auch keine Person beispielsweise. Genau, ja. Da kann Also man das ja, ob dann da jetzt ein schneidet sich bisschen das da was oben und ab. abgeschnitten ist. Genau. Ja, ja, das ist ein Jein. Also was heißt, ich fotografiere natürlich schon auf Instagram, weil ich ja auch schon dummerweise in diesem 5 zu 4 Format halt hantiere und in dem Moment fotografiere ich dafür. Ich habe auch eine kurze Zeit lang auch im Querformat auf Instagram veröffentlicht, aber ich mache das nicht mehr, weil ich einfach weiß, dass Instagram das zum einen nicht so gut wertet und zum anderen vergebe ich mir ganz viel Platz und Raum in dem Moment, was Instagram und diese Darstellung halt anbelangt ist. Ja. Also ich habe jetzt hier auch mal, da ist auch Vordergrund und Spitze ist halt da auch weg. Ja? Also dessen muss man sich bewusst sein. Vermutlich funktionieren deswegen die Treppen so wahnsinnig gut, weil da ist das Wichtige immer die Bildmitte, oder? Ich höre dich gerade nicht. Schau mal. Schreibt mal bitte rein, ob ihr den Flo hört. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Jetzt Da habe ist ich dich. irgendwie. Ja, Ja, genau, jetzt habe ich dich. Ja. sorry. Genau. Also ich habe gerade gesagt, dass man das auf Instagram ja natürlich in seinem Feed, wenn man mich abonniert, dann wird es natürlich schon in der ganzen Größe ausgespielt. Hört man mich jetzt wieder? Also es müsste jetzt eigentlich wieder gehen. Ja, genau. So. Genau. Genau. Danke. Danke für den Hinweis. Und jetzt ist es halt so, dass wenn du natürlich in meine Gesamtansicht gehst, also in das sogenannte Grid, so heißt das, dann siehst du natürlich die abgeschnittenen Sachen. Aber Instagram zeigt dir ja die Fotos nicht im Grid, wenn du also wenn du mich abonnierst, sondern zeigt Swipes mich dann. ja, dann sieht man ja das ganze Foto. Das Von Ganze. daher habe ich die Problematik nicht so sehr, weil das Grid ist ja wie nur so eine Voransicht. Aber klar, auf dem Grid kriegst du nicht alles gezeigt. Also den schlechten Witz kann ich mir natürlich nicht sparen. Du ahnst es, was ich zu dem Bild hier sage. Hier hat es jetzt 2000 Herzchen gekriegt. Mit Flugzeug wären es bestimmt 10.000 gewesen. Ne? Das Also ist das richtig. Und wenn Flugzeug es dann fehlt noch mit der natürlich. Nikon-Kamera aufgenommen werden wäre, dann. Man Genau. muss dazu sagen, es gab da einen Skandal vor ein paar Jahren, ich glaube 4, 5 Jahre oder so. Da wurde bei einem Ja. Nikon-Wettbewerb wurde so ein Foto als das High Call, also das High, es wurde als Sieger geehrt. Und Genau. es war relativ schnell offensichtlich, dass dieses Flugzeug, was da halt oben eingebaut wurde, dass es einfach Quasi eingebaut hier wurde. so durch, ja? Ja. Genau. Und das ist halt hier dann nicht der Fall. Und ganz ehrlich, Martin, ich kriege diese Frage ganz häufig. Wo ist denn das Flugzeug? Und warum ist denn kein Flugzeug da? Ich sage, ich weiß auch nicht. Das Aber ich weiß mal Flugzeug auf, wenn du ein gehört bisschen einfach dazu. hochscrollst, habe ich sogar ein Flugzeug. Hast du sogar ein Flugzeug? Ja, Guck guck mal da, mal. das, nee, runter, 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 runter. Das Pinke, das da. Da gehen Ja. wir dahin, da Ah, ist ein ja. Flugzeug. Guck mal, das ist ein echtes Flugzeug. Aber man sieht halt die Flügel nicht. Genau. Muss man suchen. Ja, und da sind wir ja schon bei einem Thema. Warum sieht man die Flügel nicht? Weil die meisten Aufnahmen, ich sag mal, Ausnahmen sind hier sicherlich so, hier so mittlere Telebrennweite oder sowas dürfte das sein. Da ist vielleicht auch ein bisschen Tele, aber die Dass du dich meisten nicht sind täuscht. natürlich, die meisten, hier auch gleiches Tele sehr wahrscheinlich, ne? Die meisten sind sicherlich mit einem Weitwinkel gemacht. Da ist natürlich das Flugzeug dann sehr, sehr klein. Und Weitwinkel hat ja durchaus seine Tücken. Wie bist du da so reingerutscht in die Weitwinkelfotografie? Was kannst du da für Tipps geben? Oh, das Weitwinkel, da habe ich mal irgendwas von einem Fotografen, der heißt, ist der Ben, wie heißt der? Radomir Jawukowski heißt der, glaube ich. Das Radomir Jaworski, ja? Jawukowski, kennst du den? Das ist ein Ah, nee, der Naturfotograf. Radio, Entschuldigung, das ist entweder der Ben Jaworski Nee, nicht oder der der Ben Jaworski. Radomir Jakubowski.
Genau, der hatte mal, das von dem war ich ganz Also der begeistert. Landschaftsfotograf eher, Ja, es ja? ist ein krasser Landschafts- bzw. Genau, Tierfotograf. der Rado, ja. Der Rado ist echt richtig krass und der hat unglaubliche Fotos gemacht. Und der hatte irgendwann mal diesen Satz geprägt und gesagt, wenn es geschwätzig wird bei dem Weitwinkelfoto, und da ging es um Landschaftsfotografie, also dass du einfach zu viele Elemente darauf hast, dann siehst du den Wald im wahrsten Sinne vor lauter Bäumen nicht. Und das habe ich mir total eingeprägt. Und das ist meiner Meinung nach überhaupt die Regel, wenn du auf Instagram oder wenn du überhaupt Fotografie betreibst, die irgendwie schnell sichtbar sein soll. Also wenn du komplexe Fotografie betreibst, wo Leute Zeit haben, sich das Foto anzugucken, wie in einer Ausstellung oder vielleicht auch in einem Magazin oder in einem Buch, dann kann das durchaus komplexer sein. Wenn du aber so ein schnelles Medium hast wie Instagram, dann ist es, glaube ich, gut, wenn dieses Foto halt auch im Grid und auch in dieser kleinen 1:1-Ansicht halt schnell funktioniert. Und deswegen versuche ich natürlich, das immer auf das Minimum oder auf die wichtigsten oder spannendsten, eye-catchenden Momente halt zu reduzieren und auch zu beschränken. Und das ist halt auch die Kunst beim Weitwinkel, ist natürlich auch, und das wissen viele Leute, mit denen ich so im Austausch stehe, dass du halt diese Linien gerade kriegst. Und idealerweise kriegst du die Linien gerade in dem Moment, wo du das Foto machst, oder du musst sie im Nachhinein noch leicht anpassen. Na. Und dann passiert etwas, was ich immer so unterbewusste Befriedigung nenne. Die passiert dann in dir selbst als Betrachter, weil du irgendwie gar nicht weißt, was dir daran so gefällt. Aber dadurch, dass das alles so gerade ist, und also ziemlich relativ gerade, manchmal passieren mir natürlich auch kleine Schnitzer, die sind aber auch menschlich und gut, dass dann halt so eine innere Befriedigung, unterbewusste Befriedigung entsteht, weil das alles so gerade gezogen ist und alles so klar ist und so deutlich und so weiter und so fort. Also du Genau. hast da ja schon leicht autistische Züge, muss ich sagen. Genau. Wenn ich sehe, wie perfekt das hier unten ist, das ist ja wirklich die Backsteinreihe, ist ja einfach da. Ne? Genau. An der Seite ist es ein bisschen, aber das liegt bestimmt an Architekten, aber auf Natürlich. der Seite ist es auch perfekt. Ne? Also das Haus hat sich einfach schon ein bisschen geneigt. Also das ist dann schon eine ziemlich coole Geschichte. Machst du das auch gerade bei den extremen Weitwinkeln? Ist ja jedes halbe Grad, was du dich so ein bisschen bewegst mit der Kamera, ist ja schon sehr, sehr kritisch. Machst du das dann vom Stativ runter? Nein. Also wirklich, du hast dir da auch so Alles Freihand, Fototechnik genau. angeeignet, ganz ruhig die Kamera ruhig auslösen, okay. Genau, also ich hab kein Stativ dabei, nie und nimmer, weil ich kann gar nicht so schnell, also ich muss ganz schnell arbeiten, ganz häufig. Und muss dann Okay. auch und möchte auch schnell arbeiten. Ich möchte gar nicht, ich sag mal, 10, 20 Minuten für ein Foto verwenden, sondern ich mache dann lieber in 5 Minuten 200 Fotos oder 100 Fotos von der Location und weiß natürlich auch schon, wie ich die Kamera schrägstrich das Telefon halten muss, weil ich ja natürlich auch in Übung bin. Ja, das ist natürlich, also das ist auch ja der Hinweis, der klassische Tipp schlechthin: fotografieren, 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 fotografieren und dann geht es in Fleisch und Blut über und dann ist es halt ein Trainingseffekt. Ich muss ja mal gucken, ob die Nachbarn hier gucken, ob ich jetzt gleich aus dem Fenster falle. Das ist halt ein Trainingseffekt, der sich dann halt einstellt über die Zeit und das ist ja wie ein Muskeltrainieren. Und durch dieses immer wieder fotografieren kannst du dann ein Treppenhaus natürlich schneller fotografieren, als wenn du es vor 2 Jahren fotografiert hättest, weil du einfach besser weißt, wie du die Winkel einsetzt. Also ich habe hier gerade auch ein Bild aufgerufen, was ich eben schon mal kurz hatte, weil das ist natürlich etwas, was man so in der Architekturfotografie klassischerweise vom Stativ runter, dass das halt wirklich perfekt ausgerichtet ist. Aber du nutzt dann einfach auch im Notfall die Nachbearbeitung und zuppelst noch mal ein bisschen an den Ecken, machst den richtigen Ausschnitt, dass das halt dann einfach passt. Ja. Lieber die Also, Geschwindigkeit in der Aufnahme dann drin haben. genau, also ich sag mal so, die Crème de la Crème, die benutzt ein Tilt-Shift-Objektiv, ein Stativ und eine 50 bis 100 Megapixel-Kamera. Und das ist natürlich dann die hohe Kunst der Architekturfotografie. Das ist dann aber auch eine Arbeit, die beauftragt ist und wofür man Geld bekommt, weil, beziehungsweise, oder man ist halt total verrückt nach dieser Art der Fotografie und dann macht man es halt auf diese Art und Weise. Das ist auch, also da gibt es ja auch kein richtig oder falsch. Also ich Nein. finde, das, was ich ja ganz wichtig finde, ist, dass ja jeder so seinen Weg und seinen Ansatz hat. Und ich finde es halt persönlich halt nicht wichtig, ob ich es in dem Moment im Foto alles gerade habe oder im Nachhinein am Computer oder ob ich das in dem Moment im Foto, weil es gibt ja die Kritik, dass ein iPhone ja so ein Foto schon zusammenrechnet und dass das ja alles computergeneriert ist. Ja, aber wenn ich es danach durch Lightroom oder Photoshop ziehe, dann ist es auch Auch. computergeneriert. Und ob es dann Ja. vorher oder nachher passiert, finde ich persönlich völlig
irrelevant. Ja. Ja. Und so sehe ich das halt hier auch. Das heißt, ein Türschriftobjektiv wird natürlich die bestmögliche Qualität erzeugen, weil das halt die Linien im Objektiv schon begradigt und natürlich dadurch eine viel höhere Auflösung erzielt werden kann. Ja. Und das kann man aber auch mit vielen anderen Mitteln machen. Und da gibt es auch, natürlich gibt es da Fachdiskussionen, dass das ja nicht geht und so, dass das alles falsch ist. Aber die gibt es ja in jedem Bereich. Also da gibt es ja immer Experten und Leute, die sagen halt, das kann nur so sein und nur so ist es richtig. Und das sehe ich halt gar nicht. Ich finde immer, am Ende des Tages ist es wichtig, dass dir das Foto gefällt. Und wenn es dann noch ein paar anderen Leuten gefällt, ist es ja einfach eine schöne Dreingabe. Wie sieht das aus mit Auftragsarbeiten? Fotografierst du einfach drauf los oder es sind schon, ich sag jetzt mal, Hausbesitzer, Leute, die halt tolle Bilder haben wollen oder aber auch tolle Bilder von der Stadt haben wollen? Bist du da schon angesprochen worden und sagst hier, Mensch, kannst du da nicht mal fotografieren? Also es gibt verschiedenste Anfragen im Sinne von, ja, das war Kopenhagen, das war ganz wunderbar. Und da kam diese Frau auch dann noch da lang gelaufen, die man gleich dann vielleicht unten sieht. Und das hat sich so schön mit diesem Paperstreifen so schön ergänzt. Also das war so ein Moment. Und da war extrem viel los auf diesem Campus da. Und deswegen war das so ein glücklicher Moment. Es ist so, dass es gibt sozusagen beispielsweise jetzt die Schirn, wo ich vorhin diese Mischung aus Farbe und Linien und Flucht und sowas beschrieben habe. Die Schirn lebt mich dann zu dieser Ausstellung ein. Das ist sozusagen, da fließt jetzt kein großes Geld. Es gibt aber durchaus welche, die sagen wie Fondation Bayerle oder so in Basel, dass die dich einladen und dich auch dafür bezahlen. Oder dass ich halt selber solche Veranstaltungen mache und dann halt Instagram mal zusammen trommel, was ich in Zürich beispielsweise machen durfte. Und dann werde ich dafür auch bezahlt, weil ich halt der Stadt Zürich einen Mehrwert biete, weil da halt Leute diese Stadt halt auf Bezug Architektur halt nach vorne bringen, weil sie halt viele Follower haben oder sowas. Ja. Und dann gibt es natürlich den klassischen Immobilienmakler, für den ich auch schon gearbeitet habe, also der jetzt auch hochwertige Fotos gerne möchte. Da ist nur immer die Frage, wie steht das im Verhältnis zu den Preisen, die für die Objekte aufgerufen werden und die dann für die Fotografen zur Verfügung gestellt werden. Also da ist leider auch der Trend so, dass halt viel gerendert wird. Und es gar nicht mehr so wichtig ist, heutzutage da tolle Fotografie zu haben, zumindest für den einen oder anderen Immobilienmakler. Und dann gibt es durchaus aber auch Privatpersonen, die auf einen zukommen. Und was bei mir jetzt noch nicht so bisher geklappt hat, war, dass ich von Architekten halt eingeladen wurde, dass ich diese Häuser fotografiere. Ich habe einen Architekturfotografenfreund in Stuttgart, der selber Architekt war und der ist jetzt absolut in die vollständige Selbstständigkeit der Architektur und Hochzeitsfotografie eingestiegen. Also man muss dazu sagen, Martin, das haben wir vorhin, glaube ich, ein bisschen vergessen, also mein Hauptberuf ist Hochzeitsfotograf und die Architektur ist sozusagen das Hobby. Auch wenn man meine Accounts anguckt und der Hochzeitsfotografen-Account minimal kleiner ist im Vergleich zum Account mit der Architektur. Und ich werde dann immer gefragt, was fotografierst du lieber, die Menschen oder die Architektur? Und ich sage immer beides. Und das ist wirklich auch der Fall. Also ich fotografiere Menschen gleichermaßen schön. Aber das Effektvollere und das Außergewöhnlichere auf den ersten Blick ist natürlich die Architekturfotografie, wenn das jetzt von außen betrachtet ist. Ich glaube, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, baue ich diese Elemente natürlich auch in meiner Porträt- oder beziehungsweise Hochzeitsfotografie ein. Ja, also das ist ja auch nochmal ein Thema, was, glaube ich, viele Leute so ein bisschen verdrängen. Mal über den Tellerrand rausgucken ist oftmals sehr, sehr gut, weil gerade auch in der Hochzeitsfotografie, um nicht das normale Bild zu machen, was so jeder macht, ist oftmals dann das Thema, welche Location habe ich, wie nehme ich da die grafischen Elemente dieser Location auf, wie mache ich das interessanter, wie kann ich auch eine, ich sag mal, 2B Qualität von der Location her durch gutes Sehen von Linien, durch gutes Sehen von Schatten, Lichtern und so weiter zu einer interessanten Location machen. Das ist ja auch ein Teil des Jobs eines Hochzeitsfotografen, weil nicht immer haben wir ja dann so das irgendwie das begrünte Schloss mit dem tollen Park dran. Ne? Und das finde ich persönlich auch gar nicht so spannend, weil das ja sehr, sehr generisch und sehr austauschbar ist. Genau, das ist so das Übliche. Blümchen im Haar. Das ist das klassische Hochzeitsmotiv. Und natürlich kann ich das auch fotografieren und versuche es dann halt auch ein bisschen anders zu machen hier und da.
Aber in der Regel, ja, versuche ich Wände zu finden oder halt auch Grafisches im Hintergrund. Zum Beispiel, wenn jetzt hier in Frankfurt ein Brautpaar heiratet, dann gibt es die neue Altstadt. Also die Altstadt wurde ja so neu überarbeitet hier in Frankfurt und ist ja eine große Diskussion gewesen, dass das vielleicht so ein zweites Disneyland sein könnte, weil es einfach nicht echt wäre. Ich habe mich da total mit angefreundet und da gibt es ganz viel Grafisches, Tolles, was man einsetzen kann und dort auch mal ein Brautpaar platziert. Das heißt ja nicht, dass das Brautpaar nicht auch von der Nähe, aus der Nähe fotografiert wird, aber es macht halt einfach nochmal ein anderes Foto und verbindet natürlich dann auch die Stadt nochmal anders mit dem Brautpaar, wenn die einen Frankfurt-Bezug beispielsweise haben. Oder halt auch die Skyline, die ein total langweiliger Klassiker ist, wo man sagt, oh Gott, Skyline schon wieder und so weiter und so fort. Aber es ist halt das Brautpaar, was da mit drauf ist. Und die lieben beispielsweise die Skyline. Und dann kann man natürlich auch nochmal mit Licht anders arbeiten und das auch versuchen, nochmal anders in Szene zu setzen. Also da gibt es dann den Eisernen Steg und diesen Bogen. Den Bogen kannst du dann anders einsetzen und so. Also da gibt es immer Möglichkeiten, wo du halt mit Linien und Grafik arbeiten kannst. Und das versuche ich natürlich einzusetzen. Jetzt hast du ja du siehst, wir haben gerade die Zuschrift, ich liebe die neue Altstadt, jawohl. Dein Hochzeitsaccount wird gerade gefragt, Der wie ist in meiner lautet der? Bio zu finden, also Florian Zenk Unterstrich, also zusammengeschrieben, aber es findet man auch in meiner Architektur, Fotografie, Bio. Ah, super. Also Genau. Dörte, Gruß nach Neubrandenburg. Die Frankfurter Locations hast du ja gerade schon so ein bisschen begeistert abgefrühstückt. Welche Städte sind noch so Dinge, wo du sagst, hier ist geil? Zürich hast du schon angesprochen, du hast Kopenhagen angesprochen. Was ist da noch so die Stadt deines Herzens? Also ich, im Stadt meines Herzens ist, ja, ist Hamburg, Zürich und Frankfurt natürlich. Das sind meine drei Herzensstädte in Deutschland. Und Berlin kommt danach und München irgendwie auch, weil München die meisten Treppenhäuser beispielsweise in ganz Europa bietet. Also wer nach München Okay. fährt, und dort kein Treppenhaus fotografiert bekommt, der muss halt einfach nur eigentlich in irgendwelche Häuser reinlaufen. Und da ist immer wieder ein neues, anderes Treppenhaus. Also es ist wirklich unglaublich, was in München abgeht. Aber, ja, Da sind sag. wir gerade bei einem. Wir hatten ja in der Ankündigung hatten wir ja so einen Call to Action Button drin Ja. gehabt, ne? Was interessiert euch? Und da ist mehrfach wohl gekommen, wo findest du die Treppenhäuser? Und noch viel wichtiger, wie kommst du da rein? Ja. Ich rufe da immer an und gehe da rein. Genau, vorher Nein, Drehgenehmigung. Ja. genau. Nein, es ist. Es ist so ähnlich wie beim Fotografieren. Also du entwickelst irgendwann halt ein Auge für die Gebäude von außen schon. Also du siehst von außen teilweise, dass du schon Fenster hast, die auch oftmals so milchglasig sind und wo sich dahinter schon sowas abzeichnet. Also das ist so das Einfachste, was man so erkennen kann. Oder es ist vielleicht sogar komplett durchsichtig und du siehst von außen, da schlängelt sich was. Weil diese Treppe ist ja eigentlich am interessantesten, wenn sie eigentlich rund läuft und nicht kantig. Also auch eckige Treppenhäuser sind natürlich auch spannend. Aber eigentlich erst dann. Es gibt da auch übrigens einen eigenen Hashtag, da kannst du alle Treppenhäuser aufrufen. Der ist am meisten gleich oben zu finden, der ist Florian Case. Nee, da musst du weiter hochgehen nochmal. Ah Und ja, da ist Florian der, Käse. genau, da findest du alle meine Treppenhäuser. Und dann kriegst du da schon mal so ein Auge für, dass du von außen im Haus siehst, dass das eine Treppe sein könnte. Und dann gehst du da rein und dann findest du die und meistens sind es halt Bürohäuser. Und dann fährst du in den Okay. obersten, also fahre ich in den obersten Stock und dann fotografiere ich die Treppe von oben und lege mich dann oftmals unten noch auf den Boden. Also ich lege ganz viel in der Gegend rum. Und Typisch Fotograf, ja. Liegt nur ja, in der genau, Gegend man rum, liegt da ne? einfach in der Gegend rum. Und jedenfalls jetzt, um zu sagen, es gibt aber halt auch Treppenhäuser, da kommst du gar nicht rein. Ich kriege ja die ganze Zeit Nachrichten, es tut mir leid, ich muss hier gerade mal wegswipen. Genau. Und jedenfalls muss man dann halt manchmal so ein bisschen mit Tricks arbeiten. Das heißt, man wartet, bis der Mitarbeiter XY in das Gebäude reingeht. Man fragt vielleicht höflich. Manchmal läuft man auch einfach hinterher. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Und es gibt auch durchaus natürlich wirklich die Möglichkeit zu sagen, dieses Treppenhaus interessiert mich so sehr. Dann rufe ich da bei der Hausverwaltung an, schicke denen meinen Account, sage denen, was ich mache. Und dass es vielleicht auch unbezahlte Werbung für die sein kann, wenn sie etwas davon haben. Am schönsten ist natürlich, wenn man mit den Architekten das machen kann, weil die haben ja diese Treppenhäuser ja, hergestellt und halt da reingebaut. Da sind die in der Regel auch sehr stolz drauf, ja. Da sind die sehr stolz. Und die lieben auch Treppenhäuser, deswegen gibt es ja auch so viele tolle. So, jetzt kommt ja noch die Wespe angeflogen oder die schmeißt die. Sauer, dann pass Jetzt ist auf, alles dass du vorbei. nicht hier aus dem Fenster fällst. Genau.
Das ist natürlich auch so dieses, jetzt sende ich hier zwar aus dem Frankenland, Fürth im Frankenland, aber bin ja auch Hesse, wie du, ganz aus der Nähe, aus Bad Homburg bin ich, da bin ich aufgewachsen. Bei uns heißt es ja, ich weiß, dass es regional immer sehr unterschiedlich heißt, bei uns heißt es Schellekloppe, ne? Ist das auch so eine fotografische Technik, die du dann verwendest? Die fotografische Technik fängt erstmal bei Google oft als an oder halt bei Instagram, Okay. um halt überhaupt erstmal dahin zu kommen, darauf zu kommen, dass es da ja ein Treppenhaus geben könnte. Und dann gibt es natürlich auch Kollegen, Freunde und Bekannte auf Instagram, die dieses Treppenhaus schon fotografiert haben. Das ist sozusagen der einfachste Weg. Dann gibt es verschiedene Suchmaschinen, also unter anderem Google oder halt auch Flickr beispielsweise. Und die ermöglichen dir dann halt auch, dass du entsprechend da auch Treppenhäuser findest, die dann teilweise auch gegeotaggt sind. Ja? Also dass du einen Geotag dann hast und eigentlich genau weißt, in welche Straße du musst, in welche Okay. Hausnummer und so fort. Das ist sozusagen die virtuelle Suche nach den Treppenhäusern. Und so wie du sagst, ist es halt auch so, dass man natürlich Hausverwaltungen befragen kann, Telefonnummern dort findet und sowas. In Zürich habe ich das ganz häufig gemacht. Oder es gibt halt diesen einen Menschen, der auch da vorbeigelaufen ist, der Florian, du fährst das so auf Treppenhäuser ab. Ich habe das mal fotografiert. Das ist in der Mönckebergstraße 28 oder sowas. Ja, und Na. dann gehst du da hin. Und oder halt auch Privathäuser. Ja, es gibt so ein Haus. Also ich habe das Treppenhaus, was ich heute gepostet habe, das war völlig unbekannt in ganz Berlin. Und ich habe es besucht, weil ich einen einzigen kannte, der das fotografiert hatte. Der hatte mir das auch verraten, weil wir uns das immer gegenseitig zugeschustert haben. Und dann bin ich da in Berlin in dieses Privathaus gegangen. Das lag neben einer Galerie, genau in der Nähe Ja. von dem Klärchens Ballhaus. Und dann bin ich dahin und habe dann in der Galerie geklingelt. Und die wussten schon, ja, hier waren schon ein paar Leute vorher gewesen und wir haben da gar kein Problem mit und es ist wunderbar. Und gehen Sie doch darüber und so. Und das ist dann natürlich auch immer so eine kleine Competition. Wer hat das neueste, coolste Treppenhaus? Also ich bin da ein bisschen raus inzwischen, also aus den, bin ja ein bisschen ein paar Jährchen älter inzwischen und ein bisschen reifer geworden, was diesen Instagram-Umgang anbelangt. Aber wir haben uns da teilweise schon gebettelt, so nach dem Motto, boah, wo hat er das denn Okay. jetzt her? Also es ist so ein bisschen wie auf dem Schulhof, ja, so ein bisschen Kindergarten irgendwie auch, aber hat auch Spaß gemacht, ja. Und dann so, boah. Und wenn du dann natürlich auch eins entdeckst, was noch keiner hatte, oder es gab in Zürich so eins, was irgendwie aussieht wie ein Tannenbaum, also von den Farben mit brauner Treppe, grüner Wand und weißem Geländer, ja, das ist halt so, war so weihnachtlich, hatte das so angemutet, weil dieses Grün halt so Tannenbaumgrün war. Und das habe ich irgendwo bei einem entdeckt, der hatte aber gar keinen großen Account, der hat gesagt, oh, das findest du da und da. Und dann gab es noch so eins mit so ganz vielen Lampen und dann war ich auch der Erste sozusagen, der das dann gepostet hat. Und alle sind dann dahin gereist. Und natürlich ist Okay. das irgendwie cool, aber es ist auch total unwichtig. Ja. Ja, Aber so ist das Game halt, ne? genau. Diese Treppenhausbilder, da brauchst du ja sehr wahrscheinlich dann vornehmlich auch ganz starke Weitwinkel. Also wenn es jetzt nicht wirklich das großzügige Bürohaus ist, Nee, gar sondern nicht so so. ein kleines Wohnhaus, geht das schon auch, ja? Also 18 mm sind da eigentlich super. Ah, Also okay. wenn wir jetzt über Brennweiten Genau, philosophieren, ja. sind 14 bis 18 mm vollkommen Ne? ausreichend. Also wenn du mit 10 mm kommst, wie mit dem Vogtländer Hyperwide, was ich ja auch Ne? benutze, wo ich dann auch wirklich Fotos machen kann, die ich ja einfach mit keinem anderen Objektiv machen kann, weil es nur dieses Objektiv gibt, was so ultraweitwinklig oder hyperweitwinklig ist. Da ist es für das Treppenhaus ist es beispielsweise zu weit, weil da hast du dann Zeug mit drauf, was du gar nicht Okay, mit drauf ja. haben willst. Ja, genau. Und glaube so 18 mm, 16, 14, aber mit 18 fährst du eigentlich gut, weil ich habe in der Vergangenheit halt auch noch viel mit dem iPhone fotografiert, als es diese Ultraweitwinkelkameras noch nicht in den iPhones gab. Und da war es dann so, dass es gab so ein Aufschraubobjektiv von Zeiss. Und es Ja. war ein Objektiv, was Zeiss extra für Smartphones hergestellt hat. Das hat auch 280 Euro gekostet. Also es war so ein richtiges Objektiv, was, wie du dir das vorstellst, halt nur in kleiner, aber richtig schwer und mit so Mit einer Aufschraube. Bajonett, ja? Ja, das Bajonett wurde dann so oben aufgesteckt auf die Genau, Kamera, auf ja. die normale, und wurde dann richtig auch eingeschraubt. Aber es war natürlich trotzdem nur vorgehalten, sozusagen. Nur dieses Bajonett, was aufgesteckt wurde, war halt nur mit Gummi und so. Und es war so richtig auf die Sehr Kamera präzise zugeschnitten. war das gewesen, ja. Superpräzise, genau. Und dann hast du aber halt so einen riesen Ömmel in der Tasche. Und Ne. bist damit halt nicht so wirklich flexibel, aber das waren halt 18 mm. Und diese 18 mm waren super. Und deswegen, Ne. also ich empfehle immer, also mehr als 18 oder 16 braucht man eigentlich nicht. Und 18 finde ich da wirklich eine super Da fängt Brennweite. es halt auch an, gefährlich zu werden. Du sagst mir mal, weil du hast gesagt, da bei denen sind auch 10 Millimeter Bilder dabei.
Ja, geh mal weiter runter. Also ich habe hier zum Beispiel, wenn du links guckst, nochmal ganz kurz, das ist diese Calatrava-Bibliothek, von der ich vorher gesprochen habe, mit dieser einzelnen Person drauf. Weiter hoch Da, noch. her, ja, Hi vom Zürich, ja. Genau, Hi von Zürich. Das ist der Alex, das ist ein Freund von mir, der auch aus Hamburg ist und auch ein begnadeter Fotograf, der Fernsehturm. Und das ist zum Beispiel, das sind 12 mm. Ja, das ist aber ein Sony-Objektiv. Okay. Und das gleiche gilt für diese türkisfarbene Treppe, das sind auch 12 mm oder Ja. diese Fassade, die du vor dir hast. Das sind Hast du da das 12 mm. 1224er G-Master oder was? Das war nicht G-Master, das war das G. Also einfach nur G, da gab Ah, es noch kein okay. G-Master. Genau. Ah, Genau. okay. Und jetzt kommen wir zu dem, was 10 mm sind. Und das siehst du hier, alles passt ja auch kaum auf deinen Bildschirm. Oder Ja. beziehungsweise nicht das, was wir noch angezeigt bekommen. Genau. Und das ist halt das 10 mm Hyperwide. Und das ist vom natürlichen Foto her eigentlich das Natürlichste, was du sozusagen fotografieren kannst. Du kannst es noch mehr Fenster fotografieren, wenn du das Ganze stitchst, also wenn du es als Panorama fotografierst. Das machen auch ein paar Fotografenkollegen. Aber das sieht dann auch schon, also das ist, ich finde das jetzt schon ziemlich krass. Und da ist halt wirklich dieses eine Fenster offen geblieben. Und da haben dann die Leute gesagt, warum ist dieses Fenster offen? Und die anderen haben gesagt, wie geil, dass das Fenster offen ist. Also da gibt es halt Genau, auch. ja. Also da muss eins offen sein, ne? Also es ist ja immer so dieses Thema Ordnung und du brauchst immer ein Element, was die Ordnung stört, weil dann wird es interessant, ne? Also das ist dann schon cool. Aber was mir hier auch auffällt, vermutlich hast du deswegen auch das 10 mm Vogtländer, dass das halt bis zum Rand verzerrungsfrei ist, was natürlich nicht ganz so selbstverständlich ist bei dieser extremen Das Brennweite. ist unglaublich krass. Also ich bin da völlig begeistert. Ich habe es auch nicht geglaubt. Ich habe auch dieses Foto kaum anpassen müssen. Ich musste da in Lightroom auch mit der Kamerakorrektur oder mit der Objektivkorrektur ganz wenig arbeiten nur. Und das ist wirklich unglaublich, weil das ist ja, 10 mm ist ja teilweise, das ist ja schon Fischei eigentlich. Und da ist wirklich auch wenig Unschärfe in den Ecken, weil die Ecken ja meistens Genau, das ist das Kritische. Unschärfe entsteht. Und das ist auch sehr gut. Also das ist schon ein bisschen da, die Unschärfe, aber sie ist trotzdem sehr, sehr gut. Und diese Verzerrungsfreiheit ist unglaublich. Also da, dieses Objektiv werde ich auch nie wieder hergeben. Das ist wirklich ein absoluter Traum, weil das einfach Sachen ermöglicht, was kein anderes Objektiv ermöglicht. Das ist einfach so. Ja, da hatte ich auch mal mit einem Landschaftsfotografen gesprochen. Ich glaube, das war der Michael Kästner. Der sagte, er hat mit dem 10 mm seine ihm schon bekannten und schon fast tot fotografierten Fotospots neu erlebt, weil du plötzlich ganz andere Perspektiven hast, ganz anders mit dem Vordergrund spielen kannst, ganz anders siehst. Also ich glaube, das ist so eine Erfahrung, die jeder da mal macht, der so ein extremes Objektiv mal vor seine Kamera schraubt. Ja? Ja, und das ist also, ich ganz ehrlich, ich habe sogar eine Hochzeit damit dieses Jahr fotografiert. Ja, ich Aber habe hoffentlich nicht die zwei Hochzeiten. Porträts. Ja? Ich habe das Hochzeitsfoto auch in meinem Account. Doch, doch. Ich habe, also, was heißt Porträt? Es war ein, wo die standen vor einem trashigen 2 € oder 2 Franken-Laden oder 1 Franken. Also, wo du so Ah, okay. echt billige, also es war kein Teddy oder sowas, aber es war so ein Laden, wo du halt echt trashige Klamotten kaufen konntest. Und da standen so ganz spooky so Schaufensterpuppen auch draußen mit Klamotten an. Und es war so eine skurrile Szenerie mit so einem, wie soll ich sagen, mit einer Markise, die noch unten gewesen ist. Und da steht das Brautpaar halt in der Mitte. Und ich wollte halt unbedingt diese ganze Szenerie anfangen. Und da waren diese 10 mm halt auch echt nutzbar. Und auch so, dass dieses Brautpaar, weil das wirklich natürlich ganz stark dazu neigt, dass die Menschen so extrem verzerren, dass es nicht mehr, dass es wirklich einfach nur noch ulkig aussieht und karg und comic-mäßig oder sowas. Suchst du es gerade? Ich suche es gerade, ja, wie du siehst, bin ich hier schwer am Scrollen. Helf mal, Ja, war und das davor, nee, danach? das da ganz weit hoch, geh mal ganz hoch. Das ist gar nicht so alt. Das ist Ach so, relativ okay, neu. dann hat es Das da. ist natürlich im Querformat hier nicht abge. Da ist es schon Ah, rechts. da ist es Ja, schon. genau. Und Ah, das siehst so. du. Natürlich ist es ein bisschen beschnitten. Ja. Und das sieht man Ah, jetzt okay, das leider. ist natürlich die Kunst. Das ist jetzt Ja, das genau. Weitwinkel, wo gar nicht so sehr auffällt, dass es ein Weitwinkelbild Genau, du musst ist. halt das Brautpaar schon in die Mitte platzieren. Ne? Das ist halt Ne? so ein bisschen der Trick bei der ganzen Sache. Und ich musste natürlich auch ein bisschen beschneiden, dass es jetzt nicht so unspannend wird, was oben und unten anbelangt. Ja. Und weil Instagram ja dann doch dieses Format dann zulässt, also das heißt, im Hochzeitsbereich bilde ich die Fotos dann auch so ab, wie sie halt dann noch fotografiert wurden. Aber Instagram rankt sowas halt nicht gut, weil sie sagen halt, wir wollen Hochformat und wir wollen, dass du unsere Medien so nutzt, wie wir es gerne Also hätten. da Und hast du jetzt einfach dieses extreme Weitwinkel dazu genutzt,
einen Ausschnitt zu bekommen, den du sonst nie kriegen würdest, weil du kannst da halt nicht 30 Meter zurückgehen. Ne? Das geht halt gar nicht. Ne? Du kannst schon 30 Meter zurückgehen, aber Ah, dann hast du okay. natürlich irgendwie was anderes irgendwie. Du hast halt Ja. einen anderen Ausschnitt, ja. Und ich wollte natürlich den Ausschnitt so haben. Und ja, nee, stimmt, du kannst eigentlich auch nicht 30 Meter zurückgehen, weil da war eine unheimlich befahrene Straße. Jetzt fällt es mir auch noch ein, ja, stimmt. Das machst du Genau. nur einmal, ne? Genau, dann danach hast du noch mehr Weitwinkel. Genau. Also sehr cool, ja. Also, wir haben ja schon jetzt, mein Gott, die Zeit Achso, ich habe fliegt, die ne? Stadt verschwiegen. Ich wollte ja noch die Stadt nennen. Ich würde gerne Ja. noch mal nach Valencia und nach Peking. Genau. Nach Valencia und nach Peking, Nein, okay, Shanghai. ja. Entschuldigung, ich verwechsel Shanghai und Peking. Ich wollte nach Shanghai, genau. Und nach Okay. Valencia, weil Valencia halt diese Calatrava-Stadt ist. Das heißt, Santiago Calatrava ist dieser Architekt, der halt diese Bibliothek geschaffen hat. Und da gibt es einen, da gibt es die Serie Westworld. Und in der letzten Staffel, die letzten Folgen irgendwie, sind die in einer total surrealen Welt und da ist sowas wie so ein riesig großer Fisch, der irgendwie wie so ein Gebäude in der Mitte steht und drumherum sind Okay. Wasserbecken. Und das ist in Valencia und es wurde da gedreht und das ist original dieses Gebäude, was da dafür halt eingesetzt wurde, weil es so futuristisch aussieht. Und es gibt in ganz Valencia ganz viele spannende Spots und wenn man halt jetzt, sage ich mal, Architekturanfänger ist und jetzt gerade damit beginnt, auch Fassaden zu entdecken, weil Fassaden sind ja auch noch das zweite Hobby, was ich irgendwie habe, das gibt da auch für einen Hashtag, der heißt Florian Facade, der halt wirklich sich nur um Fassaden dreht und natürlich am liebsten bunt und wild. Dann geht man halt nach Barcelona. Also das ist sozusagen der Tipp für Leute, die sozusagen mit der Architekturfotografie anfangen. Also Da Barcelona kann man ist dann gar Stoff. nicht viel verkehrt machen, oder Da kann man was, nichts verkehrt machen. Da gibt es ein ja. paar Gebiete und die sind voller unterschiedlicher Fassaden und die tauchen auch immer wieder auf. Da gibt es eine Fassade, das ist ein Hotel, da sind lauter Stecknadelköpfe drin, diese übergroße Stecknadelköpfe. Also da flippst du einfach raus und denkst dir, was ist mit dem los gewesen, der diese Fassade entwickelt hat? Ich Genau, und habe dann gibt es hier gerade in mal Hamburg deinen Florian beispielsweise. Facade aufgerufen, ja. Genau, in Hamburg, wenn du noch eins hochgehst zum Beispiel, da ist hier das in der Mitte, genau, das ist Hamburg. Nee, eins oben drüber, Entschuldigung, Ach, nicht in der das ist Mitte, dieses, ja. genau. Okay. Das ist in Hamburg halt die Umweltbehörde und das ist von Sauerbruch-Hutton, das ist der Architekt oder die Architektencrew. Und die sind halt so bekannt für ihre extrem kontrastreichen. Genauso wie rechts Ja, jetzt das ja, Blau-Rote. ja, Das ja. Rechts-Blau-Rote ist auch Sauerbruch-Hutton. Die machen halt solche krassen Sachen. Und links beispielsweise dieses Schwarz-Weiße, wenn du ein bisschen nochmal zurückgehst. Das ist Zürich. Das sieht halt auch völlig surreal aus. Und das ist ein echtes Foto, da habe ich auch keinen Himmel oder so eingebaut. Es war ein sehr bewölkter Tag und dann konnte ich das so freigestellt schießen, dass da wirklich nichts drumherum war, weil das halt wirklich so dasteht. Dieses Hotel ist das, ein Sheraton-Hotel. Genau. Himmel einbauen. Würdest du Himmel einbauen oder findest du Ich das habe schon Himmel schändlich? ausgebaut, ja, habe ich schon, Ja. ja. Weil ich dann Why not? Huh? halt dieses, was ich halt darstellen möchte, klarer darstellen kann, wobei ich es jetzt schon lange nicht mehr gemacht habe. Manchmal kann ich dann das Bild anders verschieben. Interessant, dass es dreimal da ist. Das heißt, irgendjemand hat mich gefeatured mit genau meinem Hashtag. Auch in Hamburg die Fassade mit den Bubbles. Oder hier links das Türkisfarbene, was so ein bisschen wie so pixelig aussieht. Das ist in Langen hier in der Nähe von uns Ah demnächst. Das ja, ist so ein dreieich. Sozialgebäude. Ja, lang Hessen, genau. Und da, wenn du weiter runter scrollst, ist direkt unten drunter ist jetzt hier das neue Gebäude, was hier im Westend steht, oder hier in Bockenheim, das ist hier genau bei mir um die Ecke. Also es gibt da einfach wirklich einfach so viel zu tun, ja. Und so viel Spaß, Ja. was man hier mal da haben kann, ja. Also auch Hier mit hat kleinen jemand, Stäbchen, da mit sieht Stäbchen natürlich, wo gegessen. steht denn das? Das kenne ich gar nicht. Das steht in Frankfurt. In Frankfurt. Hinter der Schirm, Cool. ja. Genau so, wie es da Ah, steht. okay. Ja. Habe ich ja nicht gesehen. Hier auch wieder, ne, grafisch, grafisch, grafisch. Also, Leute, guckt euch die Bilder an, geht mal die verschiedenen, ja, auch verschiedenen Hashtags, die du da schon netterweise vorbereitet hast, wo du da auf das Thema Treppenhäuser gehst, wo du auf das Thema Fassaden gehst. Schaut euch das dann mal an und geht dann. Und das ist, glaube ich, da so da brauche ich gleich nochmal dann einen Hinweis von dir. Glaube ich, ein ganz guter Tipp, einfach mal am Wochenende die Kamera packen, welches Objektiv, sagst du uns gleich, und mal durch die Stadt gehen und versuchen, diese grafischen Elemente ja, sich zu erarbeiten. Und das Schöne ist ja, anders als die Landschaftsfotografie, wo du ja so ein bisschen den Einstieg hattest, du hast vorhin von Sylt erzählt.
ist das ja eine Geschichte, wo man nicht früh aufstehen muss. Also Landschaftsfotograf ist ja immer Im der, der so Gegenteil. um 4 Uhr Genau. den Wecker sich stellt, damit er bei Richtig. Sonnenaufgang draußen ist. Das ist ein Vorteil Hier auf jeden hast Fall. du halt ganz krasse Schatten zum Beispiel, die du ganz bewusst verwendest. Oh, das ist mir Sehr, klar. Das sehr ist eigentlich mein hartes Lieblingslicht. Licht, ne? Ja, Also das genau. Du ist. brauchst das harte Licht eigentlich. Ich arbeite am liebsten um 12 Uhr mittags. Also das, Ja. was immer heißt, der Fotograf hätte frei. Zwischen 12 und 3 hat der Fotograf frei oder sowas Genau. gab es im Spruch. Da fange ich gerade an, sozusagen. Also das ist eigentlich die beste Zeit. Und ich habe dann auch irgendwann angefangen, diese Fassaden auch nicht mehr in Grauen. Also ich habe hier siehst du auch einiges, was bei grauem Wetter oder bei bewölktem Wetter fotografiert wurde. Das mache ich inzwischen eigentlich kaum noch, weil ich wirklich diese harten Kontraste haben möchte. Ich möchte die Schatten haben. Ich möchte, dass die Farben richtig rauspoppen und dass diese Fassade sozusagen so prunkvoll ist wie möglich. Sehr schön. Ja. Welches Objektiv, so als Schlussfrage, welche Brennweite würdest du für so einen Trip, den jetzt so ein frisch gebackener Architekturfotograf, wollender Fotograf, denn da vorhat am Wochenende, was würdest du da empfehlen oder welche? Sollten es mehrere sein? Ich muss gerade mal das Flugzeug abwarten. Wir sind halt in Frankfurt, Klar, da direkt hat am man das Flughafen. halt. Dann schalte ich noch mal ganz kurz um auf die Geschichte, damit wir das illustrieren mit dem Thema schlechtes Wetter. Also das ist ja so, man würde dann bei einem Künstler, würde man sagen, das ist aus der Depri-Phase. Naja, das ist wirklich so Nein, es ist grau. jetzt übertrieben gesagt, um Gottes Willen. Aber die anderen Bilder sind natürlich, ich nenne es mal ganz blöde und flach fröhlicher. Genau, also ich würde empfehlen, was das Objektiv anbelangt, also wenn man eine Kamera, eine klassische benutzt, dann ist man mit 16 bis 35 wahrscheinlich mit am besten aufgestellt. Aber natürlich ist so ein Tele auch nicht schlecht, weil ich das Tele ja auch schon benutzen kann, wenn ich auf einer anderen Straßenseite stehe oder sowas, dann arbeite ich auch mit einem Tele. Aber ich arbeite ja auch viel mit dem iPhone und ich habe natürlich ein iPhone Pro, wo 3 Kameras drin sind. Da habe ich 13, 26 und jetzt bei dem Pro Max sind es 65 mm. Und ich benutze diese 65 mm inzwischen auch schon viel mehr, weil ich natürlich auch so in die Fassade rein kann und kann dann so einen Ausschnitt nehmen, der auch schon relativ gerade ist. Ich muss ihn auch kaum noch ausrichten, weil diese 65 mm wirklich ein ganz tolles, ganz tolle Brennweite sind. Und da brauche ich aber halt Weitwinkel, wenn du das jetzt so siehst, was du da vor dir hast. Da muss ich halt entsprechend ausschneiden. Und wenn jetzt noch jemand vorne vorbeiläuft, jetzt unten links bei dem Roten beispielsweise, wenn du da links mal guckst, das Rote, das ist das Rathaus in Basel. Und die sind da halt wirklich gerade vorbeigestiefelt in das Pärchen. Und da brauche ich natürlich Weitwinkel. Ne? Also da geht halt unter 3 oder unter 24 Millimeter geht da eigentlich nichts, eher 20 oder sowas oder 18 halt. Und dann musst du aber halt auch gucken, dass du nicht so verschwenkst, weil in dem Moment, wo du verschwenkst, werden die Linien lang und dann wird es einfach unschön. Das sind zwei Fotos, die sind nicht von mir. Genau. Nee, cool. Also, Leute, ihr habt zugehört. Ordentlich gucken, lernt eure Stadt neu. Natürlich Fotografieren. gibt es Städte, wo es einfacher ist, einfach weil die Architektur ziemlich cool ist. Aber wir haben sicherlich jetzt auch ein paar Beispiele gesehen, wo Gebäude, die jetzt, ich sag mal, nicht so super auf den ersten Blick sind, durch den richtigen Ausschnitt, durch den richtigen krassen Lichteinfall da interessant werden. Ja, aber du hast da noch das letzte Wort jetzt. Also ich sage halt immer, sehen lernen. Also ich denke, man kann ein gewisses Talent haben, man kann aber auch viel lernen. Ja, also zum einen gibt es natürlich viel Tutorials, aber dieses Fotografieren und Sehen lernen, das kann dir niemand abnehmen. Also wie du sagst, geh mit offenen Augen durch die Stadt. Wenn dich das eh schon immer interessiert hat, dann versuch deinen Blick zu öffnen und ganz toll und ganz hilfreich ist es halt auch mit anderen Leuten sich zusammenzutun und mal mit denen loszuziehen. Also ich hab irgendwann mal einen Architektur-Workshop geschenkt bekommen von meiner damaligen Freundin und bin dann mit meinem 16 bis 35, was damals umgerechnet ein 10 bis 22 war, weil es eine APS-C-Kamera war, also es war umgerechnet ein 16 bis 35, bin ich auf so einen Architektur-Walk mitgegangen. Und das war jetzt Okay. kein wirklicher Workshop, weil die haben uns einfach nur eine coole Tour durch Frankfurt gezeigt. Mit dem Silver Tower, der von der Deutschen Bahn und mit der Commerzbank, die natürlich auch so hoch ist und spannend und du da halt ganz tolle Fluchten irgendwie fotografieren kannst. Aber ich habe da wirklich schon zu der Zeit echt gute Fotos gemacht, obwohl ich gar nichts davon wusste, weil ich halt anscheinend dieses Gespür und dieses Gefühl dafür habe.
Aber ich muss sagen, dass ich jetzt in den letzten Wochen und auch Monaten, nicht Wochen, also eher Monaten, nochmal auch für mich einen Schub gemerkt habe, weil ich jetzt beispielsweise so ganz viel mit Farbkombinationen mache. Man sieht es jetzt auch langsam mehr in meinem Feed, dass ich irgendwie da einen Farbkleck sehe, da läuft irgendeine Person da vorbei, die hat die gleiche Klamotte an wie das Kissen, was oben aus dem Fenster raushängt. Und da ist auch noch ein Verbotsschild, was ähnlich farbig ist. Und das ist halt wirklich, das sind dann so, das entwickelt sich dann. Und das entwickelt sich aber auch nur, wenn ich, und deswegen empfehle ich auch mit dem Smartphone ganz viel zu fotografieren, auch wenn man vielleicht Kamerafotograf ist, nehmt das Smartphone mit und wenn ihr keine Kamera einsteckt habt, macht Fotos. Wenn ihr das Gefühl habt, das möchte ich gerne fotografieren, fotografiert es. Und macht das die ganze Zeit. Ihr habt so viel Speicher in diesen Dingern drin, da ist so viel Platz und diese Dateiformate sind noch viel kleiner als früher, das heißt, ihr nehmt auch weniger Speicher weg. Einfach fotografieren, die ganze Zeit. Und es gibt auch kein schlechtes Foto. Also ich finde immer so, die ersten 10.000 Fotos sind die schlechten Fotos, heißt es immer überhaupt nicht. Das sind die wichtigsten, weil damit geht's los. Und wenn du die nicht gemacht hast, dann wirst du die nächsten 10.000 nicht machen. Also ich sehe es immer so ein bisschen Genau. anders als diese ganzen Regeln. Und ich finde, es gibt auch keine Regeln, sondern es gibt einfach nur für dich das schöne Foto, was du für dich machst. Und das ist das Wichtigste. Und wenn du Ja. daran Spaß hast, wenn du Spaß hast an dem Fotografieren, dann ist es das Wichtigste und es ist egal, was andere Leute sagen. Es ist nicht so wichtig, was die anderen sagen. Erstmal ist es wichtig, dass dein Gefühl dabei gutes ist. Super. Also wir haben reichlich Lob gekriegt. Eine Frage habe ich noch reinbekommen von der Bettina. Seit wann du eigentlich fotografierst? Wir haben ja so ein bisschen die Historie gesagt, aber gar keine Jahre. Jetzt weiß man dann natürlich plötzlich, ja, wie alt man denn ist, ne? Nee, das weiß man, das werde ich auf keinen Fall verraten. Also ich bin weiterhin 39, wie immer. Nein, ich habe begonnen, also mit der richtigen Kamera habe ich 2011 begonnen, also 10 Jahre Okay. jetzt. Und mit den kleineren Kameras davor 5 Jahre zuvor. Also ich würde sagen 15 Jahre insgesamt, aber Und den die richtige, Hochzeitsfotografen machst du wie lang? die ersten 4 Hochzeiten 2012, dann ein Jahr lang Pause oder anderthalb und danach und seitdem halt, also seit 2014 eigentlich richtig, also 7 Jahre Okay. und seit 4 Jahren, nee, oder 5 Jahren hauptberuflich, genau. Okay. Und es war natürlich ein Super. tolles Jahr Dann letztes Jahr. Das kannst du dir vorstellen. das klassische Hochzeitsfotografen, Es war ein wunderbares Jahr, ja, genau. super. Martin. Hast du noch, nachdem die Fragen jetzt dann doch nochmal reingeplätschert sind, hast du noch Dinge, die du auch noch loswerden möchtest? Sonst mache ich hier den Sack zu. Ich werde gerne los, dass ich erstmal mich, ja, dass ich Fotografieren auch heutzutage wirklich als extrem wertvoll empfinde, weil es einen, ich muss mal hier langsam, fällt mir der Arm ab, ich muss mehr pumpen, dass ich Fotografieren als ein sehr wichtiges Zeit, nicht, ne, wie soll ich das nennen? Ich versuche das richtige Wort zu finden, dass ich das als Achtsamkeits Hobby oder auch Berufung oder Spaß oder Freude empfinden. Also das heißt, in dem Moment, wo du fotografierst, egal wer das ist, der ist nur in diesem Moment. Und ich glaube, das wird ganz häufig unterschätzt von außen, weil man glaubt, das wird ja mit dem Smartphone fotografiert und dann geht es so schnell. Also wenn man bewusst fotografiert und sich bewusst ein Motiv aussucht, dann ist das eine sehr heilsame und sehr hilfreiche Sache der ganzen Flut an Informationen und allem, was da draußen ist, irgendwie entgehen zu können und dann auch mal einen Moment innehalten zu können. Und wenn man in die Fotografie einsteigt und das liebt und das Gefühl dabei stimmt, dann kann das wirklich halt einfach einem sehr gute Zeiten bescheren, weil man wirklich nur in diesem Moment ist. Und das ist das, was, glaube ich, viele von außen gar nicht so sehen, wenn sie Fotografen betrachten oder auch Leute, die bewusst mit dem Smartphone fotografieren. Das ist einfach echt achtsam und von daher, das ist so das, was ich nochmal so mitgebe, dass einfach viel mehr in dieser Fotografie steckt als nur dieses Foto. Und im Foto sind ja immer zwei Menschen, nämlich der das betrachtet und der es geschossen hat. Das ist ja auch so ein alter Text, aber das stimmt halt auch. Und ich könnte jetzt noch 1.000 Seiten draus lassen, aber wie gesagt, ich glaube, die alte Fotografie wird, was das anbelangt, ein bisschen unterschätzt und ich finde sie noch genauso wichtig und wertvoll wie vor. Weiß nicht, 50 Jahren, wo es ja heißt, da hat das Foto heute noch einen Wert. Ich finde schon. Also da kommt jetzt gerade perfekt auch von Poet for Life dann rein. Versinken im Augenblick, das, was du angesprochen hast, nur das Motiv und ich. Was gibt es für ein schöneres Schlusswort, Vielen Dank, Flo? Ines. Das Vielen hast du herzlichen schön Dank. gesagt. Und ja, ich kann auch nur sagen, Leute, fotografiert, 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 guckt, versinkt im Augenblick, genießt es. Wenn ihr den Hund dabei habt, fotografiert den Hund. Genau, Sonst die der ist süß. Architektur. Und ja, er hatte irgendwie, wollte jetzt unbedingt dann doch Der dabei Lucky, sein. Ne? Ja, genau, der kleine Lucky. Und wenn ihr
Zuhörer Fragen zu anderen Dingen hat oder sagt, Mensch, das Thema würde mich ganz besonders interessieren, da könntet ihr auch mal Live-Talk machen. Den oder jenen hätte ich gerne auch mal gehört, gesehen, gesprochen. Meldet euch bei uns und wir werden es versuchen. Flo, nochmal vielen Dank und fall nicht aus Danke, dem Martin. Fenster, und guck, Nee, dass guck, dich die hier ist Wespe noch nicht der. frisst. Genau. Alles Also, klar. ich sage tschüss Dank und dir. stoppe jetzt hier. Tschüss. Tschüss. Schönen Abend dir. Ciao. Ja, Tschüss. Danke tschüss. fürs Zuhören.